Bruder, so lange nicht mehr aufgenommen. Ohne wir sind mit. Wieder zurück, ha? Ja, geil, geil, geil. Ich schwöre es dir. Fast ein Jahr, wa? Ja, seit FIFA gefühlt, 18, ja. Gefühlt schon, ne? Safe. Haben wir FIFA 19 schon aufgenommen, außer United? Nein. Nee, oder? Nee. FIFA 19 müssen wir aber zur Feier des Tages machen wir das traditionelle Klatschen, okay? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Also ich habe auf meinen Nacken. So gut. Ich grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Und Leute, alle, die mich auf Twitter folgen oder followen, alle, die mir auf Twitter folgen, lassen wir erstmal auf diesen guten Deutsch. Die wissen es, ich habe endlich mal wieder Bock auf ein SBB. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Wer ist heute meine Gäste? Es ist dieser Herne Wolf von dieser Schland. Es ist Shenya Habibi, Shenya Wolf. Hallo! Oh, meine liebe Pato-Family-Mitglieder, was geht ab? Hier ist euer Wolf zurück bei Pato. Und Alter, was soll ich sagen, Bruder? Ich muss Rache nehmen, ne? Ich sag nur United und ja, die letzten Male, die wir aufgenommen haben, habe ich geblutet. Ja, da war ja was. Aber also beginnen wir mal so. Habibi, ich freue mich, dass du wieder mal hier am Start Danke bist. Danke für die Einladung. Ich hoffe, die Pato Family freut sich auch oder alle, die gerade zuschauen. Gebt auch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt. Das würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Also mehr Shoot'em Up, mehr Squad Builder Battle, Bipapo und ganz, ganz wichtig, oben. Erste Zeile, na, machen wir bei dir die zweite Zeile in der Videobeschreibung. Da ist der Link zum Video von Shenya. Und ich würde mal meinen, wir haben heute gar nicht mal so viel Zeit, machen wir heute mal weniger Faxen, ne? Genau, wir müssen noch Wicked League spielen. Ja, das auch noch. Und by the way, genau, also im Titel steht es zwar, es geht auch heute um, ich glaube, das ist der Second Inform, ne? Ja, von Lala. Ja, bin ich der Meinung auch, ja. Der soll ja, also laut vielen, vielen Spielern, ist das einer der besten Rechtsverteidiger im Spiel. Seine Werte sind noch unnormal brutal aus, sehe ich gerade. Ja, das ist also der dritte Inform. Entschuldigung, ich wollte nochmal ein bisschen klugscheißen. Echt? Ja, habe ich gerade gegoogelt hier, Kappa. Okay, krass. Hey, der hat 92 Stellungsspiel, das ist ja krank. Heftig, ne? 87 Ausdauer, Sprungkraft, wie groß ist er? 1,78 geht klar, also safe. Ich glaube, den kann man eigentlich wirklich fürs Main-Team mal ausprobieren. Ja, kommt drauf an, wie er sich verhält oder ob einer von uns den abstoßen muss. Ja, ich bin mega, mega gespannt. Ich hoffe natürlich, dass du derjenige sein wirst, ne? Ja, werden wir mal gucken. Aber ja, du hast ja so Rachegefühle mir gegenüber, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich nehme auf jeden Fall 4-2-3-1 die zweite. Habibi, was nimmst du? Ich nehme die 4-3-3. Okay, du bist meine Gast, diese. Ja. Also, es ist sehr, sehr schwer auf jeden Fall mit dem Rechtsverteidiger zu beginnen. Wir haben aber gemeint, er macht jetzt mal bei mir den ZDM, Innenverteidiger und Torhüter. Dann würde ich mal sagen, starten. Ne? Alles klar, willst du reinhalten, soll ich reinhalten? Wie machen wir machst diese? Machst du reinhalten. Okay. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich habe mit, wie heißen die? Window Wachsmalstifte gemalt. Von seinen Kindern geklaut. Was? Stimmt. Was? Darf er das? Haltest du schon rein? Yes, yes. Ich schwöre es dir, du hast mich auf die Idee gebracht, was den Torhüter angeht. Jalla, was? Ich hoffe, du hast ihn nicht aufgeschrieben, ne? Perin. Es ist Hugo Lloris. Lloris? Hast du ihn? Vielleicht. Ach du Scheiße. Okay, dann der zweite Spieler. Ob ich den jetzt einfach nehme, wegen der Optik? Ne, nehmen wir. Okay, ich nehme den normalen Kimpembe. Ich wusste es. Mhm. Und also alle, also Grüße an meine Stream-Zuschauer. Ich probiere jetzt mal eine Prime-Icon. Nein. Damit er wenigstens ein Spiel hat. Roy Keane. Ey, weißt du was, ich hatte das zuerst aufgeschrieben, dann dachte ich mir, na, habe ich dann aufgeschrieben, Kondogi, also Kondobia, Varane und Courtois, ey, fuck. Oi. Gott sei Dank, Alter. Aber ich hatte zuerst Kimpembe und tatsächlich diesen Hugo Lloris, ne, hatte ich zuerst, da dachte ich mir, nee, weil wir drüber gesprochen haben, da geht dann nicht genau diesen Move, und dachte ich mir, fuck off, komm. Und so hast du mich dann auf die Idee gebracht, Lloris zu nehmen, weil ich habe den sowieso in meinem, also gezogen gehabt. Ja. Oder nee, warte mal. Nein, den habe ich mir tatsächlich gekauft. Aber, ja,
sei es so. Also ich kaufe mir dann gleich Kim Pempe. Ich würde mal sagen, ich wollte erstmal einen Block reinhalten mit meiner Aufstellung, aber ja. Okay. Brauchen wir nicht. Ich weiß auch absolut nichts. Ich weiß absolut nicht, wen du nehmen könntest. Du kannst alles nehmen. Ja. Frankreich gibt so viel. Ich musste ja ein bisschen tricksen, beziehungsweise ich musste ja auf die schnelle ein Team bauen und das ist mir jetzt so eingefallen. Ich muss natürlich sagen, ich bin damit nicht zufrieden. Ich habe jetzt auch natürlich keinen Spieler gekauft. Nimm's mir bitte nicht böse. Ich werde es aufstellen. Notfalls müssen ja auch der Bronze rein. Ich würde sagen, wir räumen das Feld von hinten auf. Und zwar habe ich einen speziellen Torwart. Und zwar Footmess-Karte Subasic. Aha. Wusste gar nicht, dass der eine Art? Ja, hat er. Der kam als letztes. Und okay. Dann habe ich... Moment. Wo ist der jetzt hier? Einmal Perrin, 83er Inform. Mann, okay. Ja, von der französischen Liga, wenn ich ihn jetzt hier finde. Weil ich wollte jetzt auch Kimpembe, aber da dachte ich mir so, das ist ein bisschen ja, zu viel. Ja, steht auf der Liste. Aha. Und rechts daneben habe ich, also rechten ZM, den machen wir doch, ne? Ja? Ja. Den rechten ZM habe ich Inform Gündogan. Ah, Liga hat gepasst. Ja? Die Spieler nicht, sagen wir es so. Areola, Kimpembe und Kanté. Oh, nicht schlecht, okay. Ja. Gündogan muss ich noch gleich alle kaufen. So, meine Damen und Herren. Zweite Runde. IFA und LFA. Abfahrt. Bist du Liga gewechselt? Ich bin Liga gewechselt, ja. Ah, okay. Achso, wir machen das jetzt von... Du musst rein, du musst die Spieler-Dingsbums reinmachen. Ach so, okay. Ah ja, ja okay. Ah ja. Ah jo, warte, ich muss mal kurz Gündogan machen hier. Achso, nee, doch nicht. So, ja, fangen wir mal an. Ich würde sagen LV. Ich bin Liga gewechselt. Ja, ich dachte, du meinst es nicht. Irgendwie gerade ein bisschen chaotisch. So, warte. Und zwar, da habe ich einen Brasilianer, eine Champions League-Karte und nennt sich Dalbert. Oh, krass. Ja, den habe ich so geil gefeiert, aber ich weiß nicht, wo der Penner jetzt hier ist. Warte mal. IV Miranda wahrscheinlich. Nein. Was? Mhm. Marquinhos. Ah, Marquinhos. Boah. Und dieses UCL-Karte kostet 80.000 oder so. Alter. Ich wollte als erster, habe ich mir gedacht, weißt du was, scheiß drauf, ich schreibe nochmal Kimpembe auf, ne? Okay. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe Inform Rami und Olympique Lyon Mondi oder wie das heißt. Den hatte ich zuerst, muss ich natürlich sagen. Die UCL-Karte. Ja. Echt? Ja, ja. Jetzt bin ich so gespannt. Oh mein Gott. Du hast ja wirklich große Töne gespuckt und hast gesagt, oh, ich war so kreativ. Mal gucken, ich war auch kreativ, ob wir beide gleich kreativ sind. Also. Ich hoffe, man kann es lesen. Mein Linksverteidiger, das ist der zweite Spieler, den ich das erste Mal spiele, aber ich die SBC gemacht habe. Das ist Team of the Tournament Alonso. Und der zweite Spieler habe ich eigentlich auch noch nicht gespielt. Aspi. Also da hast du mich aber natürlich so auf die Fährte gelockt. Soll ich mir mal sagen, was ich gemacht habe? Oh mein Gott. Also ich habe gemacht Alex Telles. Axel. Hm? Oh. Ja, und dann habe ich natürlich noch diesen Mathieu 86er. Und boah. Ich dachte, du gehst diesen Weg. Alter, wie geil wäre das? Ja, weil Mathieu sieht übelst fresh aus, Mathieu, oder wie der heißt. Ja, der 87 Defense. Und dann dachte ich mir, gehst du hoch mit Neymar. Weißt du, wie ich meine? Ah, auf diesen hier. Ja. Ich habe zu kompliziert gedacht. Scheiße. Und zwar, ich bin jetzt dran mit Reinhalten. Und ich habe dir was Schönes mitgebracht. Ich hoffe, hast du? Ich hoffe, ich habe es richtig. Und ich hoffe, ihr könnt es auch lesen. Ne? Ja, dann schieß mal los. Ich bin mega gespannt. Also, ich dachte, also, ich habe dich, also, mein Gedanke war, ich habe dich jetzt in die falsche Ecke gelockt, weil, ja, Alonso und Aspi verstehen sich sehr, sehr gut. Ja. Und dann denkst du, okay, der wird sicher andere Liga gegangen sein. Dieser Spieler sieht aber sehr, sehr spannend aus. Loftus-Check. Mittelgering, 1,91. Loftus-Check. Das ist die Team of the Tournament-Karte von Chelsea. Sieht mega spannend aus. Loftus-Check, ja. Ach, der. Der sieht übel spannend aus, ne? Ja, stimmt. Fuck. Hm. Und mein roter Inform, Leroy Sané. Nein. Doch. Ich bin in derselben Liga geblieben. Echt? Mhm. Auch selber Verein. Was? Ja, aber Kanté.
Ah, ja, Dumun Kanté ja, auf meinem Kanal. Ja, deswegen, weißt du, ich dachte mir, vielleicht willst du mir noch einen reinhauen. Und dann dachte ich mir tatsächlich, Kanté, und dann nimmst du ihn vom Dembélé aus der La Liga. Und gehst dann anders. Aber du hast so gemacht und das ist schlecht so. Krass. Ja. Drei Chelsea-Spieler. Boah, krass. Ich habe mir gedacht, ich nehme diese Spieler. Ich halte schon rein. Okay. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Ich habe nämlich beim LZM habe ich zwischen zwei Spielern geschwankt. Zwischen zwei Spielern? Ja. Also ich könnte ohne Witz, ich glaube, du hast es. Ja, ich glaube, du kriegst es hin. Und zwar, ich habe, wenn ich die Spieler finde, also linken, fangen wir an mit, das ist meine erste normale Karte. Oh, sonst ist es Nainggolan. Dann habe ich Fred. Nainggolan und Fred? Nein, Fred habe ich. Und dann mittlere ZM habe ich Fernandinho. Woo! Wenigstens einen gesnippt. Nein, wen gesnippt. Hast du? Ja, die Mitte, Fernandinho. Nein, die wichtigste Position, elf. Ja, jetzt habe ich gerade so einen richtig, richtig Smile bekommen. Nein. Mein erster war UCL Alan. Alan, ja. Ich war auch auf Alan, aber dachte ich mir, nee, das ist so obvious. Ja, aber Fred ist schon gut, so ein kleiner Kanté. Ja, brauche ich ja. Langsamer. Willst du da einen Torhüter aber sehen in der Mitte, oder? Naja, Torhüter ist eigentlich sehr, sehr groß. Ja, doch. Okay, ja. Mach ich rein. So, Leute. Wirklich, ich habe absolut keinen Plan. Er hat alles machen können. Bist du in der Liga geblieben? Ja. Okay, ich halte rein. Okay. Ich habe Bundesliga, nein, Spaß. Tatsächlich, ich Vollidiot, ich konnte das machen. Echt jetzt? Oh nein, ich bin so ein Vollhorn. Was? Ist egal. So, wir fangen mal an mit dem rechten Spieler. Ja. Der rechte Spieler wird sein eine Spezialkarte. Ja. Nennt sich Nation. Nation Brasilien. Okay. Lukas. Ah, okay. Ah, hast du? Nein, habe ich nicht. Ah, sehr gut. Wo ist denn Lukas? Ey, bin ich bescheuert? Ich kann. Ich glaube, ich habe irgendwas eingestellt, dass ich meine Spieler nicht mehr finde. Spar dir die Suche nach Lukas. Ich habe ihn. Oh, das gibt's doch nicht. So, dann habe ich Gabriel Jesus. Oh, okay. Als UCL-Karte, ne? Als diese komische UCL-Karte und Rashford. Als Footy. Footmass. Nee. Ja. Was hast denn du eigentlich noch so für Spieler, die was wert sind? Ach, die Schnauze. Hast du alle drei oder was? Ich habe Rashford tatsächlich. Nein, ehrlich? Aber einfach nur, weil die Karte so geil aussieht. Ach, und Lukas hast du nicht, oder doch? Doch, ich habe Lukas und Rashford. Wen hast du im Sturm? Saha, also Footmess. Oh, fuck, ey. Wie kommst du Alter, drauf? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal gedacht, okay, entweder mache ich jetzt alles falsch und ich bleib halt einfach in der Liga. Ja. Oh, so halt so, du denkst dir so, okay, du kannst eigentlich alles machen, da bleibe ich erst recht in der Liga. Und dann hat mich, ja, Fred, ich habe als erster mit dem linken Flügel begonnen und Fred war halt Manchester United. Ich mir dachte, okay, das passt eigentlich. Ja, weißt du, wen ich zuerst hatte? Ich hatte zuerst einen Paulinho. Kennst du Paulinho? Ja, stimmt. Den hatte ich zuerst und dann dachte ich mir, die Werte an, oh Gott, kannst du damit nichts anfangen? Alter, wenn das durchgeht, oh mein Gott, oh mein Gott. Stürmer, UCL Live, Philipp. Marco Reus, Second Player of the Month. Und Sancho. Du hast alle drei? ASMR, Bruder. Was? Hast du alle drei? Also ich habe aufgeschrieben Reus. Nein! Aguero. Okay. Und Sancho. Was? Mann, das sieht so geil aus, mein Team. Und du machst meine Player of the Month-Karten raus. Tja, ich möchte gerne. Also Reus hätte dich übelst hochgenommen. Ja, geil. Also an Philipp habe ich gar nicht gedacht, an seine Karte, muss ich ehrlich sagen. Wem hast du? Hast du Werner? Nein, Aguero hatte ich. Ah, okay. Ja, ich dachte mir... Nein. Mann! Geil. Und ZOM willst du den Torhüter? Nee. Was? Nee. Nein. Ich will deinen Flügel, weil ich weiß, du bist sehr flügellastig und dann will ich den Torwart sehen.
Es tut mir gerade so weh. Ja, Gott sei Dank. Es tut so weh. Ich dachte mir, nein. Sag meinen Namen, sag meinen Namen. Hast du aber Reus erst angenommen, als ich Reus erwähnt hatte? Nein, ich hatte sofort, so, als ich Sané gesehen habe, ich wusste sofort, du nimmst Reus. Sofort. Scheiße. Keine Ahnung warum, ich wusste es. Mann. Lala, wenn du den heutigen Tag überlebst, bist du im Main-Team. In Rot, mega geil. Boah, du hast sogar Teilen getroffen. Ja. Nein. Komm, Junge. Marquinhos. Alter, ist der langsam. Nein, ich hab mich schon gefreut. Ja, ja, das ist Karma. Alter, ich hab schon meine Siegerforce gemacht. Das ist Karma. Aber wen willst du jetzt schicken hier, ne? Von dem 80 Jahren. Ja, Wanderson, Junge. 80 Tempo. Ey. Scheiße. Er kann jetzt schon nicht mehr. Boah. Er kann jetzt schon nicht mehr. Echt? Ja. Oh. Boah. Alter, Freddy. Freddy. Alter. Mann. Alter, hast du alles gezeigt, was du kannst. Ich kann noch viel, viel mehr. Gegen dich habe ich mit Raute gespielt, glaube ich. Weiß nee, du hast mich kopiert. Ah ja, stimmt. Nein! Ah! Siehst du? Kaum Konzentration, kaum rede ich mit dir, du. Absicht diese! Oder Anschlusstreffer. Oder Anschlusstreffer. Nein! Oh! Tor verschoben! Das war der Torwart. Ja, aber ich hab rot. Ich war zu krass überrascht. Oh nein! Oh, fuck! Boah, krass. Aber Time Finish hast du richtig gut drauf. Ja, das kommt jetzt nur, weil ich mich gegen dich anstrenge. Oh, nee, 11 Meter! Niemals, Bruder! 11 Meter! Warum? 11 Meter! Nee, es zählt nicht. Also Basis ist relativ klein, Alter. Schläge, nee, ne? Nein! Das gibt's doch nicht, du Sau. Aber wie platziert? Der war so platziert, der Schuss. Genommen. Oh mein Gott! Schläge, du Sau, ey. Das warte. Oh mein Gott! Der Torwart macht hier noch rein. Mit dem Kopf, hast du gesehen? Ah, scheiße, Ölschläger bekommt das Tor nicht gewertet. Aha. Eigentor, oh mein Gott. GG. Aber Ölschläger, 11 Meter? Das war nicht schlecht. Eigentlich grenzwertig. Ja, das war schon. Eigentlich? Wir können ja sagen, wir können ihm das Tor gönnen, ne? Ja, wir gönnen ihm das. Wir gönnen ihm das, definitiv. Ja, aber Philipp war broke, keine Ahnung. Aber ja. Ich hätte so gerne den Footmas Rashford, keine Ahnung warum. Ja. 4-3-3, richtig? 4-3-3. Ich nehme. Probier's heute mal. Ich mach mal andere Taktik. Nein, mach doch alte. Ich nehme den Stürmer. Ja. Wer ist das? Nee, sag weiter bitte. Na, wer nein. Ist das? Nein. Wer ist ich das? Ich sag dir nicht. und den. Soll ich das mal wieder wagen? Den. Torhüter. Sag jetzt nicht bei der Bronze. Ich schwöre. Was? Alter. Nee. Doch, weißt du warum, wenn ich immer sage, wen hast du getroffen und ich sage, ich habe den getroffen, dann ist es leichter für dich zu vermuten, wo die anderen Guten sind. Und zwar, ich habe Wanderson mit Jesus getauscht. Wanderson, obwohl der recht gut war. Also ich fand, das war... Warte, wer ist rechtes ZM? Rechtes ZM ist Lala. Was? Ja, Mann, es tut so weh gerade. Es tut gerade so weh. So, Wanderson, komm, Bruder. Du warst einer der besten Spieler, muss ich sagen. Wenn nicht sogar der Beste. Und im wer Tor... Wer ist Linksverteidiger? Und im Tor, warte, im Tor ist Bolton. Der gebe ich auch weg. Welcher Verteidiger? Der Linksverteidiger. LV ist Perrin. Mann, okay. Ich muss meine Taktik jetzt überdenken. Alter! Glück gehabt, mein Freund! Aber ey, du hast so geile Spieler getroffen für mich, also dass ich nicht bluten muss. Oh. Aber alles in allem, GG, mein Bester, GG. Hat Spaß gemacht. Ja, also Leute, würde mich freuen, gebt auch alle gerne einen Daumen nach oben. Und jetzt unbedingt zu Shenya. Dort kommt jetzt auch noch eine gute Runde.
Welcher Spieler? Heung-min Son. Son, oder? Ja. Ist er in Form oder second in Form? Das ist... Ja, nicht mal meiner, Leute. Macht das gut mal auf meinem Kanal. Wir sehen uns dann dort drüben beim Wolf. Schöner letztes Wort. Ciao. Dankeschön, es war eine sehr, sehr, sehr geile Aufnahme. Und Wölfe, ihr wisst, wie ihr bei Pato Habibi eskalieren sollt. Und um euch zu pushen, ein heftiges Au in die Runde. Au. Ciao.